Die eindrucksvolle Gebirgswelt Hochsavoyens ist das erste Ziel unserer heutigen Schlemmerreise. In der wilden Vanoise finden wir ein fast unberührtes Refugium für seltene Pflanzenarten. Viele davon sind nur hier zu Hause, wo noch ungestüm der Wildbach rauscht. Der erste Nationalpark Frankreichs wurde 1963 in dieser Bergregion ausgerufen. Südöstlich des höchsten Gipfels der Alpen, des Mont Blanc, gelegen, hat die imposante Hochgebirgslandschaft der Vanoise aber auch eine kulinarische Attraktion zu bieten, einen würzigen Bergkäse. Er kommt von den höchsten Almen Frankreichs, die sich bis an den Rand der Gletscher bis 2500 Meter erstrecken. Sein Name? Beaufort. Es sind ungewöhnliche, sehr robuste Milchkühe, die gerade geduldig fürs Melken anstehen. Die Rinderrasse heißt Tarentaise, stammt von hier und ist besonders gut an das raue Hochgebirgsklima angepasst. Auch in Kanada und im Himalaya ist sie inzwischen zu finden. In der Almsommermilch steckt die ganze ursprüngliche Natur der wilden Bergwiesen. Die Kühe jedenfalls scheinen das freie Leben an der frischen Bergluft zu genießen. Und auch das, behaupten Kenner, würde man dem Käse anmerken, der aus ihrer Milch entsteht. Der berühmte Beaufort ist ein klassischer Bergkäse. Nach der Gerinnung der rohen Kuhmilch wird der noch warme Bruch abgeschöpft und in große Buchenreifen gepresst. Käsen ist, wie das ganze Almleben, kein Zuckerschlecken. Der Tag beginnt schon um 3 Uhr früh und endet erst gegen 9 am Abend. Und zupacken sollte man auch können, denn Kühe und Käse wollen erst mal gezähmt sein. Bis zu 70 Kilo wiegt so ein Käsekoloss nach dem Abpressen der Molke. Kein Wunder, dass die Form in Frankreich auch Möll, Mühlstein heißt. Die konkave, leicht nach innen gewölbte Rinde ist das äußere Erkennungszeichen des Beaufort. Seit über 30 Jahren ist seine Herkunft und seine Herstellungsweise geschützt. Bekannt aber ist er seit Jahrhunderten. Und während der Französischen Revolution hat man den gesunden Käse aus Savoyen in großen Mengen für Paris requiriert, im Interesse des Volkes. Mindestens ein Jahr sollte der Käseleib reifen, von kundigen Händen sorgfältig gepflegt. Dafür ist in Frankreich ein eigener Berufsstand zuständig, der Affineur. Immer wieder wird der Beaufort gesalzen, gebürstet und gewendet, bis er seine gelbbraune, harte Rinde erworben hat. Das Zeichen Beaufort d'été bürgt dann für die besonders hohe Qualität der Sommermilch. Sein typischer nussiger Geschmack und seine schöne, speckig-elastische Konsistenz machen ihn auch zu einem erstklassigen Raclette-Käse. Der Beaufort wird ehrerbietig als Prinz der Gruyère-Käse bezeichnet, denn er gehört zur Familie dieser Käsesorte. Seine Heimat ist dieses gepflegte Bergstädtchen im Vanoise, nach dem er benannt ist, Beaufort.